Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche. Heute mit einem Gast, trotzdem nicht weniger interessant, ganz im Gegenteil. Denn ich fange mal an mit seinem Intro. 2004 hat er angefangen mit dem Minibike-Fahren. 2007 dann der Einstieg in den ADAC Junior Cup und wurde dort als jüngster Starter Meister. 2008 Start in der IDM in der 125er Klasse. 2010 Wechsel zu Team Freudenberg und erster Titel auf seiner Seel Honda. 2012 erster Sieger auf Honda in der IDM Moto 3. 2014 Aufstieg in die Moto 3 mit Kiefer Racing. 2016 Vizemeister auf Yamaha R1 in der Superstock 1000 IDM. 2019 Start in der Supersport DM auf seiner 600er Kawasaki. Dann einen heftigen Sturz noch vor dem ersten Rennen gehabt und 2020 dann die Rückkehr in die IDM Supersport mit dem Team Schnock auf seiner 600er Carver. Herzlich willkommen, Luca Grünwald. Ja, servus. Havi Dere, wie geht's dir, Luca? Alles gut? Gut, danke. Ich freue mich, dass ich da bin. Mir geht's sehr, sehr gut. Im Moment noch. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt und dass bald mit der neuen Saison losgeht. Das hoffe ich auch. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, Luca. Okay. Es wird nicht zu hart. Ich bereite mir einfach nur auf ein nettes Gespräch mit dir vor. Lieber Luca, natürlich die erste Frage. Wie hast du mit dem Motorsport angefangen? Ja, ich meine, ich bin eigentlich durch meinen Vater dazu gekommen. Der hat mit dem ganzen Spaß, der hat den ganzen Spaß früher schon gemacht. Mein Vater, mein Onkel sind beide Rennen gefahren auf so nationaler oder Ebene, sage ich mal. OMK-Pokal hat das geheißen damals, glaube ich. Und der ist dann mal auf die Idee gekommen, oder ich habe natürlich auch danach gefragt, dass ich mein Motorrad fahren darf, weil daheim ist das natürlich meistens im Fernsehen gekommen und ähnliches. Dann habe ich mich mal draufgesetzt und es hat ganz gut funktioniert. Und über Umwege und über Honda Monkey, die ich damals auf der Wiesn bewegt habe, bin ich dann zum Minibike Cup gekommen 2004 und da ist es dann losgegangen. Das heißt, mit Minibike hast du angefangen 2004, das heißt, du warst 10 Jahre alt? Genau, ich war 10 Jahre alt und damals 2004 die komplette Saison gefahren, die erste komplette. Ende 2003 habe ich noch ein Rennen fahren dürfen. Da hat mir Volker Jonas sein Motorrad geliehen, weil der ist schon in einer anderen Klasse gefahren. Okay. Und ja, das war cool. Da bin ich gleich mal aufs Treppel gefahren und dann haben wir entschieden, okay, das läuft ganz gut. Und mein Papa hat mich gefördert, dass ich dann das Jahr drauf habe fahren können. Sehr cool. Und 2007 ist, glaube ich, dann weitergegangen im ADAC Junior Cup, glaube ich, gell? Genau, also war dann 2-3 Jahre Minibike, das war echt eigentlich eine geile Zeit, weil da geht es noch um gar nichts, außer am Wochenende Motorrad fahren. Mhm. Und dann bin ich in den Junior Cup aufgestiegen, war ziemlich klar noch und haben wir nicht genau gewusst, ob das funktioniert mit dem doch damals um einiges größeren Bike als wie ein Minibike. Das war ja dann also Straßen Aprilia. Mhm. Aber ja, hat super funktioniert. Ich habe 4 Rennen gewonnen und den Titel geholt. Also besser hätte es nicht laufen können in der ersten Saison. Sehr gut. 2008 bist du dann in die IDM oder in der IDM in der 125er Klasse gestartet? Genau, also da ist dann vom Junior Cup in die IDM gegangen, mit einem eigenen Team damals, 3-Mann-Team, mit Vater und Mechaniker. War ein bisschen ein schwieriger Anfang. Ich weiß noch, da haben wir viel Zusatzgewichte dabei gehabt damals. Ich habe da nicht wirklich viel auf die Waage gebracht. Und zur Chancengleichheit gibt es eben da ein gewisses Gewichtslimit. Und da muss man hinkommen, da haben wir angefangen mit 15 Kilo oder 18 Kilo, was wir an das Bike haben hinbauen dürfen. Und das war einfach sehr, sehr schwierig. Aber es ist dann natürlich, erstens bin ich schwerer geworden, Stück für Stück ist es dann besser geworden. Und dann haben wir 2 Jahre mit einem eigenen Team gemacht. Mhm. Und waren die besten Ergebnisse, waren ein paar Mal ein Treppel. Und das war wirklich eine gute Zeit, da habe ich viel gelernt. Weil da war jetzt ein gutes Motorrad gehabt, aber kein sehr gutes oder kein perfektes, aber wir haben uns da gut geschlagen damit. Sehr gut. Und dann kam der Wechsel zu Team Freudenberg. 2010 war das mit einer Seel Honda, glaube ich, gell? Genau. Ja, das war ein etabliertes Team in der Meisterschaft und da hat es dann die Möglichkeit gegeben. Ich habe gesagt, okay, das machen wir. Und ja, das hat eigentlich vom ersten Rennen weg, der ersten Saisonhälfte war ich da wirklich sehr, sehr stark und habe mir da einige Siege eingefahren und dann den Titel geholt. Also das war fast perfekt, die Saison eigentlich. Da hat wirklich alles zusammenpasst. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, so wie es einfach dazu gehört. Mhm. Es hat alles gut gepasst, wir haben keine Ausfälle oder ähnliches gehabt. Und dann habe ich da am Ende meinen ersten Meistertitel in der Hand gehabt. Ja. Respekt. Und da ist es immer weiter nach vorne gegangen, immer weiter aufwärts quasi, denn 2012 dann erster Sieger auf Honda in der IDM Moto 3. Genau, ja, es war dann natürlich gerade die Zeit, wo in der Weltmeisterschaft umgestellt worden ist auf Viertakt, nicht mehr 125 Zweitakt, sondern 250 Viertakt, genannt Moto 3 daneben. Und wir sind dann in der IDM sogar noch
125 Zweitakt gegen 250 Viertakt gefahren. Also es waren verschiedene Klassen, verschieden gewertet, aber die Rennen waren eigentlich ganz gut, weil der Zweitakter war schon noch etwas schneller auf der Geraden, aber der Viertakter ein bisschen leichter zum Fahren und das war dann immer so wegen so ein Fight, obwohl es eigentlich nicht die gleiche Klasse war. Aber ja, da bin ich mit meinem zweiten Titel dann weggekommen in Hockenheim und das war echt eine coole Saison, weil man da ist ja da wirklich sehr, sehr vorwärts gegangen. Vom ersten Rennen haben wir ein Standardmotorrad gehabt, das hat sich natürlich über das Jahr entwickelt. Zwischendrin habe ich einen Wildcard-Einsatz am Sachsenring gehabt, da war total so ein Rennen, das total durcheinander war, da hat es geringt, dann hat es wieder aufgedreht. Da bin ich dann Achter geworden, also wieder einen Haufen WM-Punkte gesammelt und einen Haufen gute Erfahrungen. Das war eigentlich eins von die coolen Rennen. Also. Und dann ging es gleich wieder weiter, tatsächlich. Also ich lese hier nur ab, aber es ging gleich wieder steil weiter. 2014 dann Aufstieg in die Moto3 mit Kiefer Racing. Genau, ja, also das war natürlich da, wo man mal hin will. Ich wollte das Jahre zuvor schon, aber es hat nie geklappt leider. Dann bin ich Ende 2013 mal als Ersatzfahrer eingesprungen, bin ich kurzfristig aus der Berufsschule raus und innerhalb von 3 Stunden habe ich am Flughafen sein müssen. Okay. Und dann bin ich nach Australien geflogen und habe da eben einen anderen Fahrer ersetzen müssen. Und das ist ganz gut gegangen und dementsprechend da drauf haben wir dann das aufbauen können, dass ich 2014 dann eine ganze Saison habe fahren dürfen. Mhm. Ja, aber ein Jahr, das vergisst man nicht. Da kommt man durch die ganze Welt. Lernt man viel, natürlich ist es extrem schwierig. Und ja, ich habe mir Schwado, gerade die erste Hälfte von der Saison, einfach das Level, wo man dann jedes Wochenende damit zum Tor hat, das ist was, da verliert man eigentlich nicht viel Zeit, aber ist nicht ganz oder ist nicht wirklich weit vorne dabei. Das heißt aber, wenn du so kurzfristig einspringen musst, hältst du dich dann trotzdem nebenbei fit mit dem Gedanken, ich muss ja fit sein, wenn ein Einsatz kommt? Hast du dann nebenbei dann ein Training laufen oder sowas? Ja, das hat man eigentlich immer. Ich sage, wenn die Saison losgeht, je nachdem, wann die Saison losgeht, es ist ja verschieden, aber irgendwo ab März, April muss man schon mal schauen, dass man fit ist, weil man immer mal einspringen kann. Und da hält man schon immer seinen Plan aufrecht, dass das passt. Okay, das heißt, also es war für dich jetzt kein brutaler Wahnsinn, dass du da jetzt einspringen musst, sondern du warst darauf vorbereitet? Ja, ich war darauf vorbereitet, ich bin das Jahr gefahren, allerdings mit einer 600er. Das heißt, ich bin von einer 600er Yamaha dem einen Wochenende gefahren, am Montag war in der Berufsschule und dann bin ich auf einem Moto3 gesetzt, wo ich ein Jahr lang nicht mehr gefahren bin. Brutal. Oder eineinhalb Jahre oder sowas. Und das war ein ziemlich harter Schlag, aber eigentlich war ich nach 2 Trainings ein bisschen über Sekunden hinten. Also ich war wieder voll vorne dabei und das hat, glaube ich, auch ein bisschen Eindruck gemacht. Dementsprechend haben wir da dann gleich mal drüber reden können, was das Jahr danach passiert. Wieso ist es so schnell gegangen, dass du dich wohlgefühlt hast? Hast du gute Mechaniker gehabt oder bist du selber gleich zurechtgekommen? Nee, so, also das Kiefer-Team auf jeden Fall ein super Team gewesen. Super Mechaniker, die haben mir da keinen Stress gemacht. Die haben gewusst, dass ich gerade erstens eigentlich gerade aus dem Flieger gekommen und eigentlich mit was anderem unterwegs war, auch wenn ich früher schon viel Moto3 gefahren bin. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe ein bisschen das Talent, was mir ein bisschen hilft, ist, ich kann mich relativ schnell einstellen. Also ich brauche normal nicht lange, um auf einem sehr guten Level zum sein, nicht perfekt, aber auf ein gutes Level komme ich schnell einmal. Das hilft natürlich bei sowas. Absolut, sehr gut. 2016 bist du dann Vizemeister geworden auf deiner R1 in der Superstock 1000 EDM. Genau, es ist dann natürlich, ich bin dann nach der WM-Saison auf ein Superbike gestiegen, also eine ganz andere Klasse, viel mehr Leistung, viel mehr Gewicht, wieder national unterwegs und die Yamaha, die hat sich zufällig ergeben, dass das Bike noch frei war in dem Team. Und das hat dann von Anfang an super funktioniert. Da haben wir nochmal die ersten 2 Rennen geplant, weil wir eigentlich das Budget nicht beieinander gehabt haben. Mhm. Und ich habe dann aber vor die ersten 4 Rennen, also 2 Wochenenden, habe ich 3 gewonnen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir weiterfahren. Dann haben wir zum Glück noch einen Partner gefunden, der aber noch mit was dazugegeben hat. Unter der Saison. Unter der Saison, praktisch nach dem 2. Event. Und dann haben wir es fertig gefahren und ja, sind wir mit dem Vizetitel weggekommen. Das war cool. 2019 dann Start in der Supersport EDM auf deiner 600er Carver. Also wieder von der 1000er runter auf die 600er quasi. Genau, also da ist dann wieder runtergegangen. 2018 habe ich noch die 300er mitgenommen in der Weltmeisterschaft. Okay, die auch noch. Aber das war dann nochmal ein anderer Sprung, aber da war es. Sag ich mal, ist eigentlich so, wenn man von einem kleinen Bike auf ein großes kommt, ist es eigentlich ein bisschen leichter, finde ich. Mhm. Der erste Wechsel von 1000 auf 300, der war extrem. Aber mit der 600er Carver, da habe ich mich von Anfang an ich mich gut gesteuert. Da waren wir einmal entspannt beim Testen. Also ein Motorrad, das ein bisschen einen eigenen Fahrstil braucht. Und ich bin schon länger kein 600er mehr gefahren. Jetzt hat es ein bisschen gedauert. Und dann waren wir nochmal beim Test da in Oschersleben, kurz vor der Saison.
Da hat es mich dann leider ziemlich geschmissen. Ich habe meinen Rückenwirbel verletzt und da war einiges dabei, das war ein bisschen kaputt war. Bin ganz schön ausgeschaut. Und dementsprechend ist die Saison nicht so gut losgegangen, weil ich die ersten zwei Events gleich mal verpasst habe. Zu dem Sturz möchte ich gleich noch kommen, aber jetzt nochmal die Frage, du hast also wirklich ständig gewechselt, von der 600er auf die 1000er, von der 1000er, wie du gesagt hast, auf die 300er wieder zurück und dann wieder 600er. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind so die größten Unterschiede, auf die man sich einstellen muss? Geht es da ums Gewicht vom Moped, geht es da um die Agilität und so Geschichten? Was sind die Punkte, wo man am meisten sich umstellen muss und sich neu drauf fokussieren muss? Ich sage mal, auf jeden Fall das Gewicht, auf jeden Fall die Leistung. Was ich auch noch ziemlich extrem finde, ist der Unterschied in Geschwindigkeit. Mhm. Weil du einfach Kurven, auch selbst wenn du die Strecke super kennst und warst das letzte Mal mit einem 1000er und dann fährst du mit einem 300er Motorrad, das ist wie ein Tag und Nacht. Das ist natürlich komplett anders. Also du kommst mit einem ganz anderen Speed an, mhm. Du fährst mit einem anderen Speed durch die Kurven, du musst eine andere Linie fahren. Also es kommt alles ein wenig zusammen. Aber die größten Sachen sind sicher Leistung, Gewicht und Geschwindigkeit eigentlich, also die drei, vier Grundsachen, die es gibt. Und dann hast du gerade eben angesprochen, da kam ein heftiger Sturz. Heftig war er tatsächlich, glaube ich, wenn du mal kurz erläutern willst, was da genau war. Kannst du dich erinnern, wie es abgelaufen ist und was dann passiert ist? Ja, also ganz kann ich mich nicht erinnern. Teile sind noch da. Ich habe einen Test in Oschersleben gewesen und ich bin Ende der Stadt Sil geraten, also ja, fünfter, sechster Gang. Relativ, ist ja eher kurze Gerade, aber kriegt man doch einigermaßen Speed zusammen. Mhm. So wie es ausschaut, so wie es mir verzeiht haben, habe ich beim Einfahren einen Rutscher gehabt und bin dann mit dem Bike weitergefahren, bin aber draufgehängt, also nicht mehr gesessen. Mhm. Dementsprechend ins Kiesbett abgebogen und durchs Kiesbett durch Richtung Mauer. Da habe ich dann eingeschlagen, so haben sie es mir verzeiht. Aber das weiß ich alles nicht mehr. Ich bin am Bike eben festgehängt, das heißt, mich hat es nicht drunter geschleudert, sondern ich bin mit dem Bike ein Stückchen weitergefahren und dementsprechend nicht ins Kiesbett eingeflogen, sondern eher halt gegen was dagegen gefahren und das war das Problem. Du hattest eigentlich einen Highsider? Genau, beim Einfahren einen leichten, also schon wahrscheinlich einen heftigeren, wie gesagt, ich kann es nicht mehr genau sagen, ja. Einen Highsider gehabt und bin dann auf dem Bike gelandet. Mhm. Ich habe mir trotz Helm und Visier die Nasen gebrochen. Also ich habe auf dem Bike aufgeschlagen und das mit Sicherheit und bin dann so drüber gehängt und eben nach rechts abbogen Richtung Mauer, Richtung Kiesbett, da durch und dann irgendwo da eingeschlagen. Und dann mit dem Rücken eingeschlagen? Genau, mit dem Rücken Reifenstapel oder Mauer oder irgendwo rein. Ich habe mir dann vier Lendenwirbelfortsätze gebrochen und zum Glück nicht die Wirbeln komplett, aber das Problem ist einfach da drauf, dass die ganze Stabilität von den Wirbeln weg ist. Das hängt ja alles zusammen. Ja. Und sollte dann nochmal was passieren, ist das jetzt saugefährlich, dass man da dann länger Probleme hat. Und das Rückenmark zum Beispiel angegriffen wird, und das ist natürlich nichts, was man in irgendeiner Weise provozieren möchte. Da bin ich erst einmal 6 Wochen am Stück gesessen. Also ich habe mich schon bewegen können, aber ich habe nichts machen dürfen. Dementsprechend sind einige Rennen ausgefallen. Und ich habe jetzt schauen müssen, dass ich wieder fit bin. Also du hast nicht direkt mit einer Reha angefangen oder mit sowas, du musst dich wirklich erstmal stillhalten quasi. Genau, ziemlich viel stillhalten, schon reha-mäßig bewegen, aber keine großen Krafteinflüsse drauf geben, sondern einfach da normales Leben, ja, gehen und so weiter. Laufen war nichts, Radfahren war schwierig, weil einfach auch der ganze Rücken dann geschwollen war, einmal Zeit. Okay. Aber dann ist langsam wieder losgegangen, aber 6 Wochen habe ich insgesamt warten müssen, bis ich dann wieder das okay gehabt habe, dass ich wieder belasten oder mehr belasten kann. Okay, und jetzt Stand 2020, alles wieder okay, alles wieder verheilt? Rückenmäßig alles wieder ziemlich gut, ja. Kleinigkeiten merkt man hin und wieder, aber das bleibt nach so einer Verletzung meistens nicht aus. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich wieder einsatzbereit, wieder fit. Und deswegen auch, und da fühle ich mich sehr geehrt, lieber Luca, deswegen auch der frische Vertragsabschluss und wir sind tatsächlich das allererste Format, da freue ich mich sehr, dass quasi der Luca jetzt exklusiv hier hat nach dem Vertragsverhandlungen quasi. Es ist jetzt alles in trockenen Tüchern, glaube ich, jetzt ist alles gelaufen soweit, oder? Genau, also das passt alles soweit, wir sind startklar für 2020 und es passt natürlich super, dass das wieder hingehört hat. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht die kommende Saison aus, glaube ich. Dass das jetzt kein kleines Problem ist, wissen wir alle. Und es hat auch natürlich auch Einfluss auf den Motorsport, wie wir jetzt überall sehen. Ich habe auch gehört, die DT wurde jetzt abgesagt zum Beispiel, die ja etwas weiter im Mai liegt. Weißt du schon irgendwas, was auf euch zukommt in eurer Agenda? Ja, Stand jetzt gibt es noch keinerlei News zu den IDM-Rennen. Mhm. Was natürlich schwierig wird, wir hätten eigentlich auch Tests geplant Anfang April. Da sehe ich leider im Moment ein bisschen schwarz, weil ich habe schon gehört, dass einige Rennstrecken in Spanien einfach so
monatliches 30, 50 Tage, Tages Verbot eben beschlossen haben, um dass da dem Virus entgegenwirken. Dementsprechend hoffe ich mal oder befürchte ich, dass die Tests nichts werden. Ich hoffe natürlich, dass vielleicht schon was geht. Aber die Rennen sind im Moment noch nicht abgesagt oder auch noch nicht bestätigt. Mhm. Da müssen wir jetzt schauen, was sie die nächsten wahrscheinlich 2-3 Wochen, was sie da tut. Mitte Mai geht es los in der 600er Klasse. War natürlich schon cool, wenn wir da zum IDM-Start am Red Bull Ring dann fahren dürften oder könnten. Da also ist natürlich gefreut. Erster Termin also in Österreich quasi. Genau, Mitte Mai, Red Bull Ring ist der Auftakt. Die Superbike-Klasse fährt schon vorher. Am Sachsenring aber nur die Superbike-Klasse. Fährt schon Anfang Mai und dann Mitte Mai geht es mit den restlichen IDM-Klassen los, inklusive Supersport 600 eben. Okay, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass da positive Rückmeldungen kommen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Luca, du bist ja nicht umsonst hier, du bist auch quasi ein Teil der Com-Family, möchte ich es mal so ausdrücken. Du bist nämlich auch schon etwas länger hier in der Halle. Wie bist du damals hier zu uns in die Karthalle Makel gekommen? Ja, da war ich doch noch relativ jung. Ich habe sogar meinen Kinderkart-Führerschein gemacht, da, weiß ich, habe ich letztes Mal daheim gefunden. Und da war ich natürlich schon mal da, aber als dann die Motorradfahrerei losgegangen ist, irgendwie mit 11, 12, 13 Jahren, schätze ich jetzt mal, war ich dann das erste Mal herin. Mhm. Habe es mir angeschaut und bin dann einmal gefahren und ja, das war cool. Das ist eine gute Möglichkeit im Winter. Bin so eine halbe Stunde weg. Und sonst ist es einfach bei uns schwierig, dass man am Fahren bleibt, sonst im Winter. Mhm. Liebe Leute, der Luca ist aber nicht nur privat unterwegs. Der Luca ist nämlich auch bei uns hier Instruktor in der Karthalle Makel. Das heißt, ihr könnt ihn auch das ein oder andere Mal, wenn er nicht gerade auf Renneinsatz ist, könnt ihr ihn auch hier als Instruktor treffen. Wie kamst du zu der Instruktorarbeit hier? Hast du da ein bisschen Blut geleckt hier drin? Ja, ich war dann vor 3-4 Jahren ganz normal zum Training mal da im Winter, wieder mal, weil da habe ich es einige Jahre nicht geschafft gehabt. Und dann habe ich das Ganze mal, oder dann hat mir Hans einmal gefragt, wie es ausschaut, was ich mal machen kann, ob ich mal Zeit habe. Und dann habe ich das gerne einmal gemacht und das hat gut gepasst. Hat mir Spaß gemacht, dass mir die Leute ein bisschen was zeigt und einfach mal so ein bisschen die Grundlagen mitgibt beim Kurs. Und das ist auch wichtig, dass dann auch mehr Spaß dran haben. Das ist auch eine große Sache. Erstens sind sie sicherer unterwegs und zweitens haben sie einfach mehr Spaß, wenn sie es gleich mal sehen. Sehr gut. Luca, jetzt hast du natürlich eine mega Rennerfahrung. Du warst eben auch schon, wie wir gehört haben, viel unterwegs, international auch, mit den Besten schon gefahren. Jetzt trotzdem mal die Frage, kannst du aus all diesen Erfahrungen rauspicken, was war dein härtestes Rennen, was war so dein härtestes Erlebnis in einem Rennen? Ja, da konnte man sich einige raussuchen. Aber was einmal so mit das Schlimmste war, war einfach 2015, wenn ich mal in die Superbike-Klasse eingestiegen bin, habe ich, das war eine neue Klasse, neues Bike, war schwierig für mich am Anfang. Dann habe ich mir Schien- und Wadenbein ziemlich kompliziert gebrochen, gleich beim ersten Rennen, dann Sturz gehabt und dann bin ich fünf, sechs Wochen später wieder gefahren, weil ich halt unbedingt wieder fahren wollte. Ich wusste, ich brauche die Zeit auf dem Bike, weil es einfach mit dem Superbike komplett noch was anderes war, das habe ich noch nicht so drauf gehabt. Ja, da haben sie gut zusammengeschraubt, aber da waren die zwei Rennen am Sonntag, da am Nürburgring war das. War schon so, dass ich nicht so genau gewusst habe, wie ich da eigentlich durchkomme. Und das sind halt schon so Sachen. Du bist nicht fit, nicht richtig fit, weil du einfach nichts da hast können. Der Hax ist halb so dick wie der andere. Das macht es natürlich alles schwierig. Also du bist wirklich mit den Brüchen dann gefahren? Also oder? Es war alles verschraubt, es war alles wieder, sagen wir mal, stabilisiert. Aber natürlich hättest du ein bisschen länger aushalten können, aber ja. Man möchte unbedingt wieder fahren. Was heißt länger? Wie lange hast du da gewartet? Also von Bruch bis fahren? Ja, es waren 5 Wochen. 5 Wochen? 5, 6 Wochen waren es, genau. So, und da war quasi alles schon mal so vom Grundprinzip mal zusammengeschraubt, zusammentackert oder wie auch immer. Zusammentackert, aber in Position, in Form gebracht. Okay. Ja. Aber ja, solche Rennen, die gehören auch irgendwo dazu. Man muss da ein bisschen auf die Zähne beißen, weil man möchte doch abliefern und schauen, dass man wieder sie präsentieren kann für nächste Saison. Ja. Und überhaupt möchte man immer das beste Ergebnis holen. Deswegen, solche Geschichten sind natürlich schwierig. Aber die sind vielleicht, wenn man rausnehmen kann. Aber da gibt es sicher noch ein paar, da wo man einfach sagt, okay, das sind schwierige Situationen, Strecken, die man nicht kennt. Bin einmal ein Rennen in Japan gefahren. Das erste Mal nach Japan gekommen, haben sie kompletten Freitag gestrichen. Weil der Nebel nicht rausgegangen ist, da hat kein Helikopter fliegen können, gar nichts. Okay. Da bin ich 2 Trainings gefahren und dann erinnert es. Da ist natürlich am Anfang auch schwierig, da hat es geregnet auch noch am Samstag.
dass man einfach sagt, dass man sich so schnell wie möglich auf sowas einstellt. Da gibt es verschiedene Faktoren, die dann halt damit einspielen. Okay. Hast du als Rennfahrer, hast du Rituale vor dem Rennen? Hast du irgendwas vor zum Vorbereiten? Also, Leute haben mir schon gesagt, dass ich immer bestimmte Sachen immer gleich mache, was ich gar nicht selber so gemerkt habe, aber so ein bisschen so Kleinigkeiten sind mir dann schon selber aufgefallen. Ich muss immer den Stiefel vor dem ziehen oder den Handschuh vor dem. Und was ganz wichtig ist, ich kann nicht von rechts kann ich auf kein Motorrad aufsteigen. Das, weiß ich nicht, das kriege ich motorisch nicht hin. Grundsätzlich nicht, Also, ich meinst kriege es schon hin, aber das mache ich einfach du? nicht. Man muss immer von links auf ein Moped aufsteigen und Ja. ja, was meine ich noch so? Boah. Starterstellung muss ich noch bestimmte Sachen machen, Handschuhe so und so hier richten und so. Sprichst du mit deinem Moped? Manchmal schon, ja. Aber eher so lieber so auf die Nacht, wenn es in der Box steht, also wenn ich mal Ruhe habe. So als Vorbereitung Ein für bisschen den streicheln tue ich schon mal, aber so richtig viel reden darf man normal nächsten. Okay. nicht. Jetzt haben wir natürlich gehört, du hast Erfahrung aus dem Moto 3 natürlich. Dementsprechend muss die Frage kommen: Wie ist es, gegen die Besten der Welt zu fahren? Ja, schwierig. Das ist das Das Problem. kann ich mir vorstellen. Natürlich ist es cool. Also wenn man in der höchsten Klasse, wo man da fahren kann, wenn man da am Start ist, ist das geil, weil man da so sagt, okay, das und das ist mit solchen Motorrad möglich. Aber die andere Seite ist einfach das, dass es muss alles zu 100% passen. Und selbst dann muss man sich da rantasten. Das heißt, man braucht einfach so Zeit, dass man da reinkommt, weil jeder, der da ist, der ist einmal gut. Es gibt da keinen, der schlecht ist. Und deswegen muss alles passen. Du musst einfach komplett überzeugt sein von dir selber, von deinem Paket. Vertrauen zum Bike ist ganz wichtig, weil du gehst einfach über die Grenze vom Bike. Das heißt, du fährst nicht bis zur Grenze, du fährst immer drüber. Und da musst du halt in dem Rahmen musst du dich bewegen. Und dann ist die WM gerade im Moment, also Moto3-Klasse, so eng beieinander, dass 1,5 Sekunden Startplatz 25 sind. Und die 1,5 Sekunden sind im Endeffekt nicht so viel, aber in dem Feld ist es natürlich wieder extrem viel. Das Das heißt, ist hier das. drumherum ist schon nochmal ein ganz anderer Rennzirkus, wie du es gewöhnt warst oder bist. Ja, auf jeden Fall. Also da ist natürlich alles viel, 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 viel größer, es sind viel, viel mehr Leute. Du bist viel länger unterwegs. Du hast Übersee Rennen hast, dann bist du von Dienstag bis Dienstag manchmal unterwegs. Okay. Mittwoch bis Montag, irgendwie so die Richtung, je nachdem, wie weit es zum He Hin- und Heimfliegen ist. Ja, oder zum Beispiel Rennen in Europa am Sachsenring beim Deutschland Grand Prix da. Bin selbst ich als, ja, ich war der Fixstarter, aber ich habe jetzt da keine Bäume ausgerissen, aber selbst ich habe da einen Termin nach dem anderen gehabt. Da kommt dann irgendwann ein ganz anderer Stress daher, geschweige denn jemand, der ganz vorne dabei ist, der hat noch viel mehr zum tun. Das gehört halt dann alles dazu zum Teil, aber es ist natürlich schon ein bisschen Stress auf jeden Fall. Das heißt auch Interviews und so Geschichten, alles, der ganze Zirkus quasi prasselt über dich herein, oder? Ja, logisch, der ganze Zirkus kommt daher. Ist irgendwie ja auch cool, wenn man da eine gewisse Anerkennung hat, dass man sagt, okay, ich bin jetzt da gefordert, dass ich da Interviews gebe und da freuen sich Leute, wenn ich da hinkomme und da Autogrammstand da gebe und da. Aber es wird natürlich irgendwann auch früher. Sicher. Das hast du ein cooles Stichwort gesagt, Anerkennung. Also ich habe nämlich einen kleinen Fun-Fact, Freunde, und zwar, ihr könnt den Luca spielen. Das stimmt, Luca, gell? Und zwar bei MotoGP 14, glaube ich, hast du gesagt, gell? Da bist du auswählbar. Genau, ja, also das ist damals, es hat ja, ich weiß nicht, ob es immer noch eins gibt, aber die meisten MotoGP-Saisonen hat es ja ein Videospiel gegeben. Und eben alle drei Klassen, MotoGP, Moto 2 und Moto 3. Und im einen bin ich immer auch drin, 2014, naja, da kannst du mit mir fahren. Das ist echt witzig. Was hast du daraus machen müssen? Fotos und so weiter? Warum haben sich da Ja. groß mit dir was angestellt? Da haben es bei jedem Fahrer eben Anfang vom Jahr, glaube beim letzten offiziellen Test, haben sie dann ein Fotoshooting gemacht. Bestimmte Positionen hast du halt da einnehmen müssen. Und sonst haben sie sich halt Actionfotos als Vorlage genommen, glaube ich, schätze ich mal. Und ja, ist ganz cool, da kann man auch relativ gut erkennen, so den ganzen Lederkombi und das ist alles cool gemacht. Und ja, kann man mit sich selber mal anfangen. Also für mich als Gamer Urgestein ist das halt echt Ja. mega. Also ich werde es probieren, versprochen. Ich werde es Das mir holen, ich werde mit dir ist auch die. fahren. Was sagst du als 300er WM-Fahrer zum R3 Cup, der dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland stattfindet? Also ich finde, dass das eine super Idee ist, dass man da dem Nachwuchs die Möglichkeit gibt, dass man auf ja, sehr, sehr gleiche Bikes in einer Rennserie, wo alle ähnliche Chancen haben, gleiche Chancen haben, sie beweisen kann. Das ist eine coole Geschichte, weil da
sieht man genau, welche sind die guten Fahrer, welche sind einfach ein bisschen besser wie die anderen und das sind die, die dann in Zukunft da weiterkommen können, wenn es passt. Mhm. Und gerade in so einer Geschichte wie 300er-Klasse, da geht es so, so eng zu, da geht es voll ums Fighten, da muss man sich in Position bringen. Das habe ich auch gemerkt in einer 300er-WM-Saison, wo ich gefahren bin. Da ist auch gar nicht so wichtig, ob man jetzt halt im Moment während des Rennens, ob man der Fünfte ist, Siebter, Zweiter, Hauptsache man ist in der Spitzengruppe dabei und hat einen Plan für die letzten paar Runden. Da habe ich auch einen Lauf gewinnen können in Assen damals, da ist zugegangen. Da bin ich als Erster in die letzte Runde reingefahren und war zwischendrin einmal Elfter und dann habe ich gewonnen. Und das ist auf 4 Kilometer. Zwischendrin hat es noch 2 Leute geschmissen und zugegangen ist wie Sau. Okay. Das ist halt sehr, sehr actionreiche Rennen, das auf jeden Fall. Das ist auch cool zum Anschauen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass man noch ein bisschen mehr rausholt. Und ein guter Fahrer, der schafft es dann, der mit dem gleichen Bike noch mal ein bisschen mehr rausholt und sich da dann eben durchsetzen kann. Deswegen ist das eine gute Geschichte, wenn es sowas gibt. Ja. Auf jeden Fall. Also du hast einen WM-Titel in der 300er. Du hast aber grundsätzlich oder überhaupt 4 Meisterschaftstitel in 4 verschiedenen Kategorien. Welcher Titel ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben? Naja, von den Titeln, die ich habe, sind sicher die 2 in der 125er und Moto3-Klasse am coolsten gewesen. Das ist einfach die höchste Klasse, wo ich dann da gestartet bin. Aber meistens ist es so, wie es immer ist, es sind immer die Titel, die wo man nicht ganz hat, sind auch die, wo man gerne hätte. Mhm. An die erinnert man sich natürlich auch. Da war ich 2016 knapp dran, dass ich den Stock-1000-Titel geholt habe. Da ist das ganze Jahr hin und her gegangen zwischen mir und einem anderen Fahrer. Und ja, dann ist das vorletzte Rennen oder bei der vorletzten Veranstaltung eben auch einmal spitz auf Knopf gegangen und habe es dann in der letzten Runde probiert. Und ja, habe ich dann leider umgeschmissen beim Versuch, dass ich den noch abfange, weil ich habe das Rennen gewinnen müssen, sonst war der Titel weg gewesen. Mhm. Das tut natürlich dann schon weh, aber das passiert. Auf der anderen Seite, da denkt man sich halt, okay, vielleicht hätte ich auch mal bei einem anderen Rennen mal nicht umgeschmissen oder war es da ein bisschen besser gegangen, war ich von den Punkten anders gestanden. Hätte ich das nicht unbedingt riskieren müssen, aber am Ende muss man es riskieren, weil sonst hilft es nicht. Das sind so Sachen, da möchte man natürlich am besten noch mal zurück und noch mal probieren, ob es geht nicht. Im Endeffekt dann nur nach vorne schauen und was kommt als nächstes, oder? Genau, es ist egal. Ich meine, es bleibt nichts anderes übrig als vorne schauen und einfach wieder versuchen, sich wieder in die Position zu bringen. Mhm. Weil es geht immer über eine ganze Saison. Es geht über 8, über 10 Rennen oder mehrere und da muss man schauen, dass man immer dabei ist und am Schluss die Möglichkeit hat, dass man dann ja, so einen Titel holen kann. Mhm. Kannst du dir vorstellen, irgendwann in der Zukunft mit dem Nachwuchs zu arbeiten? Ja, ich denke schon. Also jetzt schauen wir, wie meine Karriere noch so weitergeht und wie lange das Ganze läuft. Aber ich denke, bis dahin, jetzt auch schon, aber bis dahin habe ich sicher einen Haufen Erfahrung gesammelt in dem ganzen Business und konnte es, wenn es gewünscht ist, auch vielleicht, glaube ich, gut weitergeben. Mhm. Deswegen wäre das sicher eine coole Geschichte, wenn man da eine Möglichkeit findet, dass man da junge, talentierte Fahrer hilft, die einfach sagen, okay, wo, weil es geht immer viel dazu, sagen wir so. Es geht nicht nur ums Fahren und ums Fitsein, es geht heutzutage um viele, viele andere Sachen. Es muss auch immer das Budget stimmen, es müssen auch immer die Sponsoren passen, sonst geht es einfach nicht weiter. Und da kann man halt schon, wenn man jemanden hat, der wo vielleicht das Ganze selber durchgemacht hat, der weiß, was man vielleicht nicht tut und schon, vielleicht ist da jemand dabei, dem ich helfen kann. Ja? Schauen, wie es in Zukunft wird. Welche Tipps oder hast du Tipps für Nachwuchs? Welche Tipps würdest du dem Nachwuchs geben? Boah, das ist schwierig. Da gibt es sicher viele, viele Tipps oder Richtungen, die wo man geben kann. Aber was für mich ganz wichtig ist, ist, dass man das Ganze natürlich voll motiviert betreiben sollte, weil sonst bringt es kaum was. Mhm. Aber auch so, dass man immer auf sich selber schaut. Weil am Ende ist es so, natürlich gibt es immer mal einen, der vielleicht ein bisschen ein besseres Motorrad hat oder der eine hat halt vielleicht ein wenig mehr Sponsoren und kann öfters zum Testen gehen oder was auch immer machen, gerade wenn man noch jung ist, da, wo es keine Beschränkungen oder irgendwas gibt, sondern einfach nur fahren geht. Aber am Ende, irgendwann, wenn man weiter aufgekommen, kommt man in ein Glas, wo alle gut sind und dann geht es einem wieder genauso. Mhm. Also es geht immer darum, dass man an sich selber arbeitet und schaut, okay, warum? Sicher ist der vielleicht ein bisschen, hat der vielleicht einen kleinen Vorteil, aber wenn ich das und das mache, dann kann ich den vielleicht trotzdem schlagen. Und dann immer ein bisschen an sich selber arbeiten. Nicht, dass man irgendwo reinkommt, wo man dann vielleicht einfach nur noch schaut, warum ist es nicht gegangen,
sondern man muss immer an sich selber schauen, dass man halt immer ein bisschen besser wird. Irgendwann geht es halt nicht mehr so leicht, dass man große Schritte findet. Mhm. Umso besser, wenn man wird, umso weiter auf, wie wenn man kommt. Aber wenn man da ein bisschen immer dahinter bleibt und einfach mehr auf sich selber schaut, wie auf die anderen, das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Du hast gerade auch gesagt, man muss ja auf sich ein bisschen schauen. Ich persönlich kenne dich ja ein bisschen, wir kennen uns ein bisschen. Du bist ein sympathischer Kerl, bist ein recht offener Kerl. Gerade im Rennzirkus hört man aber auch oft einmal, wenn du gut sein willst, wenn du ein guter Fahrer sein willst, musst du auch ein Stück Egoismus mitbringen. Wie siehst du das? Ja, das ist auf jeden Fall komplett richtig. Also es geht einfach darum, du sitzt auf dem Bike, du musst damit schnell fahren und wenn du vorne sein willst, dann musst du an die anderen vorbei. Mhm. Und wie und warum und wieso ist dann oft egal. Das Ganze muss sich fair abspielen. Ich komme auch mit Rennfahrerkollegen super aus, aber das ändert dadurch nichts, dass wenn es ums Rennfahren geht, wenn es ums Rennen geht, dann hat man eigentlich keine wirklich guten Spezien, weil das funktioniert eigentlich nicht. Mhm. Sondern man muss schauen, dass man grundsätzlich muss man von sich selber mehr überzeugt sein, wie vor allem anderen. Erstens fährt man dann besser, mhm, weil man einfach sich selber vertraut, seinem Motorrad vertraut, näher an die Grenze hinkommt und hingeht. Und ja, da ist dann auch nicht so wichtig, ob jetzt das der gute Späßel ist oder nicht, sondern da schaut man, dass man vorbeikommt, dass man den überholt. In einem fairen Rahmen. Aber es geht eigentlich dann meistens nur um einen selber, was das Fahren angeht. Team steht auch dahinter, ja, aber wenn es zum Fahren geht, dann geht es nur um einen selber. Das heißt aber, nach dem Rennen schaltest du wieder um und bist wieder der Luca, den man privat kennt quasi. Ja, ich hoffe schon, dass das so rüberkommt. Es gibt schon mal Momente, wo man natürlich dann das Umschalten schwieriger fällt, gerade wenn es schlecht läuft und man einfach sagt, okay, jetzt habe ich selber einen Fehler gemacht oder jetzt hat mich einer weggerammt, dass mal einer mit mir kollidiert ist, dann stürzt er mal. Solche Geschichten, da ist man natürlich schon, da wäre ich dann schon ein gescheit sauer, aber das ist ganz normal. Das muss so sein, weil das Ganze ist ja mir auch viel wert, sonst macht man es ja nicht. Ja. Aber ich schaue schon, dass ich, wenn ich normal in meinem Leben nicht zu viel auf der Ego-Schiene daherfahre, weil da könnte man, oder man, das ist jetzt auch nicht so geil. Mhm. Wenn ich jetzt deine privaten Freunde, deine Spätzle fragen würde, hat sich der Luca verändert in der ganzen Zeit, in der ihr ihn kennt? Was würden die antworten? Gute Frage. Wahrscheinlich. Ich schätze, es ist schwierig, sich selber einzuschätzen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass ich relativ normal und gleich geblieben bin, so wie ich immer war. Und deswegen, oder das hoffe ich zumindest, dass es so ist, nicht, dass ich mich in irgendeiner Weise verändere, weil, gut, der Mensch verändert sich immer ein bisschen, das hilft nicht. Jeder wird älter, jeder wächst irgendwie mit den Aufgaben, die er so hat, ein bisschen mit, aber ich glaube, dass ich relativ gleich und normal geblieben bin. Das heißt, der Erfolg hat dich nicht verändert? Ich hoffe nicht. Nein, also ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es ist. Sonst hätten sie mir vielleicht schon mehr gesagt. Und mit diesen wunderbaren Worten, lieber Luca, schließen wir auch schon wieder ab für heute. Das war's mit Benzingespräche Folge 3. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Einschalten. Zeigt uns mit einem Daumen nach oben oder nach unten, ob es euch gefallen hat oder eben nicht. Abonniert gerne unseren Kanal und kommentiert, was hättet ihr vielleicht noch für Fragen gestellt, was hätte euch noch interessiert. Also ich nochmal, vielen Dank, lieber Luca. Macht es gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Schön war's, macht es gut.